Auf dem Podium begrüße ich erstmal Jörg Hantel, den Schockwellenreiter, bekannt aus, ja, wie will man sagen, nicht Funk und Fernsehen. Also Schockwellenreiter. Okay. Geht das hier? Ja. Daneben Katharina Borchert, bekannt als, ja, die Online-Chefredakteurin der WAZ und als, ihre eigene Chefredakteurin schon Ewigkeiten. 5 Jahre jetzt. 5 Jahre? Bei Lissas Lounge. Links neben mir Jens, der seinen Nachnamen bitte selber ausspricht, den schaffe ich nämlich echt nicht. Jens Matheusik. Matheusik, okay, ich merke es mir jetzt. Jens ist Podblogger und fällt damit auch in die Kategorie der Menschen, die ich persönlich unter Citizen Journalism zählen würde. Vielleicht können wir darüber auch dann im Laufe der Diskussion etwas mehr in die Tiefe gehen. Und ganz links begrüße ich Hugo E. Martin. Er macht unter anderem momentan, also er ist mitverantwortlich für die Gestaltung, die Konzeption, ist das richtig, der Reader's Edition, dem deutschen Vorzeigeprojekt, sagen wir es mal so, zum Thema Citizen Journalism. Und in die Diskussion würde ich ganz gerne mit einer ganz simplen Frage wieder ans Publikum, also wer gestern meine Moderation beim Politikpanel mitbekommen hat, der weiß, dass ich gerne Fragen ans Publikum stelle. Eine Frage ans Publikum würde ich gerne an den Anfang stellen. Wer versteht sich von den Anwesenden oder ist es vielleicht auch hauptberuflich als Journalist? Citizen Journalist oder normaler? Erstmal insgesamt als Journalist. Wer ist davon Citizen Journalist? Okay, offensichtlich eine kleine, feine Unterscheidung. Hugo E. Martin, ich würde Sie gerne fragen, was verstehen Sie unter Citizen Journalism? Auf die Frage habe ich natürlich genau gewartet. Der Medientheoretiker sitzt ja da drüben auf der anderen Seite, der wird dann noch was dazu sagen. Wenn man mal nachschaut, wir, die Reader's Edition, sind ein Citizen Journalismus Project, weil wir es uns so genannt haben. Und weil bei uns Bürger, freie Bürger, die was zu sagen haben, was sagen. Und wir für die Verbreitung dazu dienen. Es gibt da ganz unterschiedliche Einstellungen. Der eine sagt, es muss dazukommen, dass es was mit Demokratie zu tun hat. Der andere sagt, es muss auch mit zu tun haben, dass die journalistische Qualität, die Glaubwürdigkeit stimmt, etc. Und ich glaube, 2003 der Leska mit Our Media, der hat gesagt, alles, was Bürger sagen, ob es Foren sind, ob es Newsletter sind, ob es Online News ist, all das ist Citizen Journalismus, wenn Bürger beteiligt sind am Entstehen von Inhalten. Jörg Hantel, was sagt der Schockwellenreiter dazu? Ja, also ich habe, das ist glaube ich zu laut, ich habe massive Schwierigkeiten mit diesem Begriff Citizen Journalismus oder Bürgerjournalismus. So wie er angewandt wird, meiner Meinung nach und meiner Überzeugung nach, ist Citizen Journalismus erst dann Citizen Journalismus, ich rede lieber Bürgerjournalismus, das ist nicht so englisch, Bürgerjournalismus, wenn der Bürger auch im Besitz der Produktionsmittel ist. Ich sage extra im Besitz, nicht im Eigentum. Wenn ich Webspace bei Strato hoste, bin ich im Besitz dieses Webspaces, aber ich bin auch nicht Eigentümer dieses Webspaces. Das heißt also, ich spreche es mal marxistisch aus, wenn der Bürger auch seinem Produktionsmittel nicht entfremdet ist. Das heißt, wenn er dieses Produktionsmittel als sein eigenes nutzt. Alles andere ist in meinen Augen kein Bürgerjournalismus, sondern meistens eher so etwas drastisch gesagt Moppelkotze, wo nämlich versucht wird, an billigen Content von anderen Leuten zu kommen dabei. Und das hat meiner Meinung nach mit Bürgerjournalismus wenig zu tun. Also ich denke da speziell an die Bild-Zeitung mit ihren Versuchen, Voyeurismus billig auszunutzen. Katharina, für dich ist es, glaube ich, Teil deiner Aufgabe als Chefredakteurin bei WAZ Online, doch in irgendeiner Form genau das in die Wege zu leiten, was Jörg gerade kritisiert hat. Nee, ich leite nicht billiges Content-Viech in die Wege. da möchte ich mich auch energisch gegen... So war das nicht gemeint. Ja, aber das ist das, was er kritisiert hat, nicht zu Unrecht. Ich finde diese ganze Diskussion schon so schwierig, weil das so eine Metadiskussion ist, die fast ausschließlich von Journalisten und ein paar Medienphilosophen geführt wird. Und die Leute, die ein Partizipations- und ein Meinungsbedürfnis haben, auf ganz unterschiedlicher Ebene, die manchmal einfach nur einen Kommentar unter einen Artikel klemmen und direkt was dazu sagen wollen. Manche wollen selber bloggen, andere wollen Fotos ins Netz stellen, irgendwas dokumentieren. Das ist ja sehr groß.
Also hat eine sehr große Bandbreite an Beteiligung und kreativem Input. Und die wenigsten davon interessiert diese Diskussion. Denen ist es völlig wurscht, ob man die Bürger, Journalisten, Blogger, Citizen, bla oder irgendwas nennt. Und ich finde das künstlich verkompliziert. Künstlich verkompliziert. Jens, das würde mich mal interessieren. Du bist in erster Linie Blogger, glaube ich auch in deinem Selbstverständnis. Aber hin und wieder gehst du über Dinge, die du im... Also, nee, ich muss es andersrum formulieren. Du schreibst sehr, sehr viel über verschiedenste Themen, ob das jetzt Fußball ist, ob das jetzt Dinge aus der Nachbarschaft sind. Wann verstehst du dich selber denn in irgendeiner Form als Bürgerjournalist, Citizen-Journalist? Ich glaube, da habe ich mich zum ersten Mal drin verstanden, als ich deswegen eingeladen worden bin. Vorher war ich eigentlich auch nur Blogger. Also da muss ich Katharina zustimmen. Ich persönlich finde, das ist eine sehr theoretische Diskussion. Ich würde mich nie als Journalist sehen und möchte mich auch nicht mit irgendwelchen Bürgerjournalisten der angeblichen Bild, in Anführungsstrichen Zeitung, vergleichen. Eine steile These auch von dir. Hugo Martin, bei Ihnen gibt es mehr oder weniger diese Bürgerjournalisten. Zahlen können Sie sicherlich auch gleich noch ein paar nennen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auf ein Projekt einlassen, was sich selber den Namen Citizen Journalism irgendwie mit in sich trägt. Also wir haben für das Projekt das Wort Citizen Journalismus. Wir haben also für das Projekt, benennen wir das Citizen Journalismus, aber unsere Autoren fühlen sich nicht als Citizen Journalismus. Die schreiben über etwas, wo sie was zu sagen haben, wo sie was sagen wollen und wo sie, sage ich mal, zum Beispiel eben nicht einen regelmäßigen Blog selber schreiben wollen, ja, und regelmäßig dafür sorgen müssen, dass genügend Leute auf diesen Blog kommen. So, das sind wirklich Leute, die sagen, okay, da gibt's ein paar Dinge, die ganz interessant sind, da kommen regelmäßig Leute mit drauf dabei, dort kann ich mich ausdrücken, ohne mich jetzt zu verpflichten, da in mit großem Aufwand mir dann mein eigenes Publikum zusammenzusuchen. Worüber definiert sich ein Journalist für diejenigen, die hier auf dem Podium sitzen? Jörg, das würde mich sehr interessieren. Oh, ich bin kein Journalist. Ich verstehe mich auch nicht als Journalist. Daher weiß ich auch nicht, worüber sich ein Journalist definiert. Ich nehme mal an, durch die Mitgliedschaft in der entsprechenden Journalistenvereinigung und dem Abonnement, ich glaube, die FEDER heißt das zuständige Gewerkschaftsorgan. Und dann versteht er sich als Journalist, nehme ich mal an, weiß ich nicht. Katharina, möchtest du dazu ein paar Sätze sagen? Nee. Ja, die FEDER heißt bitte schon lange nicht mehr, vor 15 Jahren umbenannt worden. Gut, die... Sieht man mal, wie alt ich bin. Da haben wir wieder Wisdom of the Crowd in einer praktischen Form. Gut, wir merken also, es ist offensichtlich ziemlich schwierig, wenn wir in irgendeiner Form von Journalismus reden. Vielleicht sollten wir besser davon reden, von Veröffentlichungen allgemein durch jedermann. Jens weiß nicht so genau, warum er auf dem Panel sitzt. Wo doch Citizen Journalism drüber steht, ich kann es ihm sagen. Ich war nämlich dafür zuständig, dass er damit drauf landet. Jens hat in seinem Blog, das ist mir halt einfach häufig aufgefallen, Jens hat in seinem Blog sehr häufig Themen aufgegriffen. Du hast aber nie kommentiert. Ich habe auch zweimal kommentiert bei dir übrigens. Ich weiß aber nicht, ob unter Realname. Das überprüfe ich mal eben. Mach das ruhig. Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, dass du häufiger mal einfach auch regionalpolitische Themen zum Beispiel aufgreifst. Wie gehst du daran, wenn du so ein Thema aufgreifst? Ja, das sind die Themen, die mich einfach interessieren. Und wenn ich der Meinung bin, dass man dazu was schreiben sollte und gerade in den etablierten Medien zu wenig dazu steht, dann schreibe ich auch was dazu. Und ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, was du wahrscheinlich auch meinst, weil du das bei Zeit-Blogruf verlinkt hast, war das Thema um die Kommunalisierung der Sparkassen. In NRW sieht es ein bisschen anders aus als in Berlin, wo ja eine ganze Sparkasse verkauft werden soll. In NRW ist das in Planung und da gibt es halt Demonstrationen dagegen aus den verschiedensten Gründen, weil man halt der Meinung ist, dass bei den normalen Banken immer weniger Leute ein Girokonto bekommen können und man braucht heutzutage ein Girokonto. Und die Sparkassen haben zumindest noch den gesetzlichen Auftrag, sie halten sich auch nicht immer dran, allen ein Girokonto anzubieten. Und da gibt es halt die Gefahr, wenn die Sparkassen verkauft werden können, dass das dann vielleicht in Zukunft nicht mehr der Fall ist. Und deswegen habe ich halt darüber mal was geschrieben, weil ich hatte bisher dazu eigentlich nirgendwo was gesehen. Ist das auch die große Chance der Readers Edition, Themen aufzugreifen, die in den klassischen Medien einfach untergehen? Mikro. Sorry. Ja,
Ich meine, das ist einer der Aufträge, Dinge aufzugreifen oder Leute aufzufordern, Dinge aufzugreifen, die anderswo nicht in dieser Form gebaut werden. Der Ausgangspunkt der Reader's Edition war damals an diesem alten Modell von Oh My News vor 7 Jahren irgendwann mal entdeckt als ein volles Portal mit allen Informationen. Und ich meine, wenn die dort 45.000 Citizen Reporter haben, dann können die das füllen mit 150 Beiträgen pro Tag. Aber wenn wir, Sie wollten ein paar Zahlen nennen, normalerweise machen wir es nicht, aber ich sag's mal, wenn wir rund 400 registrierte Autoren haben, insgesamt 1600, aber 400 haben davon geschrieben, dann können wir dadurch natürlich nicht das gesamte Themenfeld abbauen. Wir sind ja immer noch in der Beta-Phase und wir haben jetzt versucht, dass wir von diesem breiten Themenangebot, wo man dann so sagen kann, da kommt immer ein bisschen wenig, immer ein bisschen länger und ein bisschen wenig professionell, wirklich Themen zu setzen. Zum Beispiel, wer in der letzten Zeit mal dort war, hat gesehen, dass wir das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit dort mit reingenommen haben. Ein zweites Thema, was wir nehmen wollen, wird im Bereich Social Media sein, sodass wir für einige Themenbereiche eine gewisse Kompetenz und ich sag mal eine gewisse Relevanz für unsere Leser bekommen können. Wir können das nicht über die ganze Breite, da ist Spiegel mit seinen Mitarbeitern einfach viel besser dazu geeignet. Ich glaube, das sind momentan 70, aber mich würde mal interessieren, wie viele von den 400? Sitzen denn gerade hier im Raum von denen, die sich bei der Reader's Edition als aktive Autoren betätigen? Oh, ja. Das ist eine Frage, wie die gezählt wurden. Ja, wir haben es gezählt aus der Statistik. Wenn Sie sich nicht abgemeldet haben, was nicht geht, dann sind Sie da mit dabei. Also haben wir den ersten Autoren da hinten. Katharina, du wolltest gerade... Also ich fand Jens' Einwand ganz wichtig, dass er Sachen aufgreift, die seiner Meinung nach in traditionellen Medien einfach zu kurz kommen, wo er nicht genug darüber erfährt oder er seine eigenen Meinungen, Bedürfnisse, was auch immer, nicht ausreichend wiedergespiegelt findet. Und ich glaube, dass das gerade auch für Lokalmedien eine ganz wichtige Aufgabe ist, die nicht so einfach zu bewältigen ist. Einerseits diese klassische Einordnungs- und Sortier- und Informationsüberblicksfunktion zu behalten und gleichzeitig aber mit diesem unpassenden Ausdruck Bürgerjournalismus, Bürgerbeteiligung, wie auch immer verbundenen Instrument, eine wesentlich größere Meinungs- und Themenbandbreite zuzulassen. Also finde ich schon. Also da muss ich widersprechen, einfach weil diese Aufgabe hat die Zeitung mal wahrgenommen. Also ja, ich erinnere mich, sie tut es zurzeit nicht, aber sie tut es nicht, weil es nicht möglich ist, sondern sie tut es nicht, weil sie das aus Profitinteressen aufgegeben hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass eine Lokalzeitung über jede Sitzung des Kaninchenzüchtervereins geschrieben hat, was sie heute nicht mehr macht. Was hier passiert und was immer mein Paradebeispiel ist, ist, dass ein Stadtteil hier in Berlin wie Neukölln, der hat 320.000 Einwohner, und er findet in der Presse nicht statt, außer im Polizeibericht. Im Polizeibericht wird er erwähnt und dann, wenn Spiegel mal wieder die Bronx von Berlin verorten will oder in der Rütli-Schule die Lehrer mal wieder irgendwas machen, dann greift aber Zeit Online auf einen erfahrenen Blogger zurück aus Neukölln und sagt, schreib mal was drüber. Es findet einfach nicht mehr statt und das ist meiner Meinung nach der Bereich, wo auch Bürgerjournalismus einsetzt und einsetzen wird, das ist all in den Bereichen, wo das nicht mehr stattfindet, wo es aus Profitinteressen aufgegeben wurde. Ich betreibe einen Weblog über Neukölln, das heißt der Rollberg. Ähnlich ist es mit Sportarten. Nicht massenkompatible Sportarten finden nicht statt. Ein Freund von mir betreibt eine Art Fanblog über den SV Cottbus, weil den gibt es sonst nirgendwo. Ich betreibe einen Blog und es ist nicht das einzige über die Sportart, die ich ausübe, über Agility gibt es auch nicht. Also in der Zeitung kennt man es überhaupt nicht. Ich sehe auch hier jetzt schon lauter verblüffte Gesichter, was ist das überhaupt? Wer deinen Blog liest, der weiß das. Da missioniere ich ja auch. Es gibt einen Weblog über Damenrugby. Wann hat die Zeitung zum letzten Mal über Damenrugby berichtet? Ich möchte gerne eine Linkliste nach diesem Panel von dir. Alles, all diese Bereiche, also die nicht mehr stattfinden, und das sind alles Bereiche, die mal von der Presse, wie sie ihre Aufgabe noch ernst genommen hat, wahrgenommen wurden. Also mittlerweile ist es so ein Bereich, wo ich nur noch sehe, dass also nur noch das Profitinteresse zieht und dass nur noch massenkompatible Themen angesprochen werden. Vorhin war das auf dem Podium dann dabei. Ich lese Zeitung, ja. Aber es ist völlig egal, ob ich die Berliner Zeitung, den Tagesspiegel oder die Mottenpost lese. Es steht überall das Gleiche drin. Wobei die Mottenpost noch ein bisschen lokaler ist. Aber alles andere ist irgendwie, ja.
Okay, erst Katharina. Ich habe mich echauffiert. Erst Katharina, dann Jens und dann haben wir dort eine Frage aus dem Publikum. Habe ich das richtig gesehen? Also ich glaube, es hat schon immer Themen gegeben, die in der Zeitung nicht stattgefunden haben, weil es eine ganz natürliche Begrenzung des Mediums gibt. So eine Zeitung ist nicht unendlich dick und es hat immer schon Minderheiten, Randgruppen, Sportarten wie Agility aber gegeben. Aber zum Beispiel deine Zeitung hatte mal die Kettwiger Nachrichten, die hat sie nicht mehr. Ne? Kettwig ist ein Stadtteil von Essen, der mal selbstständig war. Sie hat einen eigenen Bereich, einen eigenen Lokalteil, der ist aufgegeben worden. Ja, es werden Lokalteile irgendwann noch aufgegeben. Ich meine, irgendwo ist halt diese schwierige Grenze zwischen dem, was Medienhäuser auch leisten können. Das ist, hat aber nicht nur was mit Profitgier, sondern auch mit wirtschaftlichem Handeln und Denken zu tun. Man kann so ein Ding ja auch nicht gnadenlos vor die Wand fahren. Also ich sehe da auch eine natürliche Begrenzung dessen, was leistbar ist. Und die WAZ Mediengruppe hat immer noch weit über 80 Lokalredaktionen in Nordrhein-Westfalen alleine. Ja, ich finde es auch schade, dass nicht noch mehr abgedeckt wird, aber es gibt auch einfach eine Grenze, glaube ich, wo man anfangen muss, unternehmerisch zu denken. Es gibt sicherlich sehr viel, was auch Special Interest ist in irgendeiner Form. Das sind häufig wird dann häufig auch durch Vereinszeitschriften und Ähnliches abgedeckt. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu. Jens? Ja, aber ich wollte jetzt noch was zu diesen Lokalzeitungen sagen. Es mag ja sein, dass einige Verlage, unter anderem auch die WAZ, da gerne sagen, aus Profitgründen bauen wir das ab. Aber wenn ich jetzt einen Bericht lese, dass in den USA, nicht gerade ein traditioneller Zeitungsmarkt, die einzigen Zeitungen, die noch Wachstumschancen haben, Lokalzeitungen sind. Es gibt im New Yorker Stadtteil Queens, der hat 2 Millionen Einwohner, gibt es 55 Lokalzeitungen. Und da gibt es dann halt den Bericht über irgendeinen Feuerwehrmann, der vom Altenheim die Katze aus dem Baum geholt hat und Senioren, Schwurf, wer da gewonnen hat in der Kategorie Rumba und so. Und die verkaufen sich und da werden auch lokale Werbung gemacht. Also ich bin der Meinung, dass lokal eigentlich schon wichtig ist. Ja, aber das bin ich ja auch. Das habe ich ja nie bezweifelt. Aber ich glaube, dass man auch neue Wege der Berichterstattung da finden kann. Warum muss das zwangsläufig alles im Print stattfinden? Nun ja, ich sag mal so, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es demnächst das irgendwo im Internet gäbe. Aber wenn ich mir jetzt meine technophoben Eltern angucke, ich glaube, die könnten eher was mit einer Zeitung anfangen als mit dem Internet. Gut, Internet kann man auch ausdrucken. Ist das Mikrofon davon angekommen? Das möchte bei uns in der Region auch keiner, ja, das Mikro kommt gerade gesehen haben. Also man kann ja darüber streiten, wie wichtig das jetzt ist, dass man, dass die WAZ früher hinter jedem Briefkasten einen Reporter sitzen hatte, der dann den Schützenverein, Vierte Kompanie und so weiter besucht hat. Aber und jetzt vielleicht Defizite eher darauf bestehen, so übergreifende Sachen, die eben nicht so Terminjournalismus sind, zu berichten. Aber meine Frage wäre eigentlich eher dahin, wenn denn jetzt ein lokales Interesse besteht. Jens hatte das gerade mit den aus den USA das Beispiel gehabt. Da haben ja auch gerade viele Regionalzeitungen solche Art Citizen Journalism Plattform eingerichtet eben, um über kleine Themen wie Agility oder was auch immer zu berichten. In Deutschland haben wir das bisher nur die Versuche von der Reader's Edition und von Opinio von der Rheinischen Post. Die Frage ist jetzt aber, brauchen wir denn noch solche übergreifenden Citizen Journalism Plattformen oder taugt die Gesamtheit der Blogosphäre schon dafür, um solche Berichte aufzunehmen, weil es eben hier noch keine so durchgestartete große Plattform gibt. Eine Anmerkung möchte ich da gerne noch hinterher schieben. Das ist, was du gerade gesagt hast, dass bestimmte Themen ja manchmal abgedeckt werden, manchmal nicht. Bei sehr vielen, zumindest Lokalzeitungen, kann man tatsächlich davon ausgehen, dass es 1:1 die Pressemitteilung eines Vereins ist, die abgedruckt ist, die man natürlich auch ohne Probleme ins Netz stellen könnte, so ist es ja nicht. Ich will jetzt nicht von der WAZ reden in dem Fall. Also das ist aber auch so ein weit verbreitetes, ja, Lokalzeitung, ich rede von Lokalzeitungen, richtig lokal, nicht regional wie WAZ, sondern... Ja, aber die WAZ ist ja auch, also ich meine, wir haben ja endlos viele Lokalredaktionen, die Lokalteile erstellen. Was ist denn sonst Lokaljournalismus? Das war jetzt also da möchte ich jetzt mal als jemand auch argumentieren, der bis vor kurzem in seinem Heimatort noch 2 Lokalzeitungen hatte. Ich komme nämlich aus einem kleinen Dorf im Münsterland. Da gab es die Ruhrnachrichten und die WAZ hat uns auch bis vor kurzem abgedeckt. Und da weiß ich, wenn ich Pressemitteilung einer gewissen politischen Partei veröffentlicht habe, war es immer sehr amüsant zu sehen, wie die einzelnen Redaktionen, was die da rausmachen. Also die drucken das beim besten Willen nicht 1:1 ab. Also WAZ und der Verlag Lensing-Wolf, die gucken sich das sogar doch schon mal an. Im Gegensatz vielleicht zum Bauer Verlag, wo dann vielleicht noch mit freundlichen Grüßen in der Zeitung drinsteht. Aber bei WAZ und Ruhrnachrichten, da klappte das schon.
Gut, wir hören, es gibt doch gewisse Unterschiede. Ich würde gerne, weil Sie mich auch interessiert, die Frage beantworten, die gestellt wurde dann dabei. Und ich bin natürlich der Meinung, wir brauchen diese Plattformen nicht. Ein Vorbild für mich in dieser Hinsicht ist das Democracy-Projekt von Participatory Culture.org. Ich mache eine Linkliste fertig, ist schon okay. Das ist ein Projekt, das sich sozusagen als Internet-TV von unten versteht und das also mit verschiedenen einzelnen Serverprogrammen und auch Desktop-Clients versucht, eine vernetzte Plattform zu schaffen. Also etwas zu schaffen, was untereinander vernetzt ist und was jeweils immer von den eigenen betrieben wird. Also man hat sozusagen sein persönliches YouTube. Das Ganze liegt eben nicht bei YouTube, der Film, sondern liegt auf seinem eigenen Server dann dabei. Dieser Server ist mit einer Art Community-Server, in diesem Fall heißt der Videobomb, vernetzt, der also sozusagen so etwas gibt wie ein Inhaltsverzeichnis all der unterschiedlichen Aktivitäten. Außerdem gibt es noch so etwas wie einen Channel Guide, der einen immer sagt, also was weiß ich, es gibt was Neues im Videocast von Jörg Kantel zum Beispiel oder irgendwie so etwas. Also das ist eine, und natürlich baut es komplett, soweit wie es im Videobereich geht, auf freier Software wie auch auf freien Protokollen auf dann dabei. Das ist der Versuch einer Vernetzung dann dabei, die ich also als prototypisch und als zukunftsweisend betrachte. Das heißt, was brauche ich eine Plattform, wenn ich es auf der anderen Seite schaffen kann, die 5 oder 7 oder 10 Weblogs aus Neukölln zu vernetzen und die es dann, also ich alleine kann es nicht schaffen, umfassend aus Neukölln zu berichten, das ist klar. Aber wenn man es schafft, die zu vernetzen und jeder mit seinen unterschiedlichen Interessen da herankommt, bin ich der Meinung, dass das mehr leistet als jedes Citizen-Journalismus-Projekt, was als Kopfgeburt von einem Verlag aus der Taufe gehoben wurde. Aber wenn der Verlag genau das schafft, Leute, die Interesse haben an der Berichterstattung über Sachen, die sie vor Ort beschäftigen, zu vernetzen. Und egal, ob er die nun auf einer Plattform versammelt oder ob er auch externe Inhalte mit einbindet, was spricht denn dann dagegen, wenn Verlage genau das leisten? Die Redaktion. Es spricht immer noch dagegen, dass es dann nicht das ist, was ich selber mache, sondern dass ich so etwas wie einen Chefredakteur habe, der entweder zensiert oder dafür sorgt, dass ich eine Schere im Kopf behalte. Aber ich meine, bei dem, was wir planen, wird es ja künftig möglich sein, auch auf der Plattform zu bloggen, und zwar unzensiert. Also ich habe überhaupt keine Zeit den ganzen Tag. Zum Verständnis, Katharina, vielleicht sagst du noch 3 Worte zu dem, was ihr plant. Wir planen eine neue... Es fing mal an als Relaunch. Mittlerweile wird es eine große Plattform, die 4 Titel der WAZ Mediengruppe Nordrhein-Westfalen umfasst. Und zwar sowohl die redaktionellen journalistischen Inhalte, die aus den 4 Mantelredaktionen und den Print-Lokalredaktionen kommen. Wir haben auch wir bauen parallel eine eigene Online-Redaktion auf. Und es wird eben aber auch, und ich glaube, das ist das Spannende daran, eine Plattform geben, wo Leute über Sachen aus ihrer Region berichten können, eigene Weblogs anlegen können. Und wir versuchen das eben, das ist zum Beispiel der Unterschied zur Reader's Edition, nicht als komplett getrenntes Projekt zu halten, das irgendwo völlig abseits im Netz stattfindet, sondern das möglichst eng zu vernetzen mit den Sachen, die bei uns auch redaktionell stattfinden, ohne dass wir jetzt da chefredaktionell mit einer Schere in die Nutzerinhalte eingreifen würden. Aber wir machen uns da schon sehr viel Gedanken, wie man eine möglichst große Meinungsbandbreite und Vielfalt online darstellen kann, indem man eben zu einem bestimmten Thema zum Beispiel 3 Artikel aus verschiedenen Zeitungen bei uns aus dem Haus hat und eben auch entsprechende Blog-Einträge auf der Plattform mit in so einem Themencluster dazu hat, damit ich mich, wenn mich das Thema besonders interessiert, auch von einer möglichst großen Bandbreite informieren kann. Und ich glaube, das entspricht nicht deinem Ideal, kommt ihm aber vielleicht schon ein bisschen näher als andere. Also alles, Projekte, was dem näher kommt und alles, was Erfolg bringt, halte ich erstmal für gut, aber mein Ziel ist ein anderes. Okay. Das ist klar. Herr Martin, und dann das Mikrofon einmal bitte nach da hinten. Ja, also ich finde es viel zu früh, in der jetzigen Zeit zu sagen, das wird der Weg sein und wir brauchen nur dieses eine Medium. Um in diesem lokalen Bereich zu bleiben, ich glaube, wir brauchen wieder den Verleger, der lokal vernetzt ist. Ich meine, wenn irgendwo ein Finanzinvestor sitzt und der die Ergebnisse sich zusammensucht, der kann diese lokale Berichterstattung nicht in dem Sinn übernehmen. Ja, so zum Beispiel das Interesse in USA ist mit den Place-Blogs. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, ist eine Seite aufgestellt, die vernetzen über 5000 Place-Blogs. Und zufälligerweise sind auch 400 aus Deutschland mit dabei. Wir zum Beispiel würden ganz gerne bei der Readers Edition auch Blaze-Blogs oder NGOs oder anderen Organisationen die Möglichkeit nutzen, diese Plattform ohne Einfluss
jetzt quasi der Reader's Edition, zu nutzen, zum Publizieren, zum Verbreiten, zum Vernetzen und zum Finden oder so etwas. Ich denke, solche Dinge müssen entstehen, müssen ausprobiert werden und was nicht gut ist, muss ersetzt werden. Aber heute zu sagen, wir arbeiten nur in diese eine Richtung, wir brauchen nur das eine, das ist aus meiner Sicht zu früh. Ich glaube, es hat hier aber auch keiner getan. Also wir sehen das ganz eindeutig als Experiment und was nicht funktioniert. Das ist das Schöne am Internet. Ich kann viel mehr experimentieren als im Print, weil im Print eine extra Seite dazu zu machen, kostet wahnsinnig viel Geld. Online stelle ich ein neues Projekt ins Netz oder mache ein neues Weblog oder was auch immer ich mir vorstellen kann. Und wenn das Experiment offensichtlich nicht funktioniert, stelle ich es wieder ein. Wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und behaupten noch nicht, wir wüssten, wie es funktioniert. Also wir sind da auch auf sehr viel Scheitern eingerichtet. Matthias? Hi. Meine Frage ist im Prinzip genauer anknüpfen. Du hast beschrieben, was ihr bei West 1 irgendwann mal machen wollt. Wenn es online geht, dann wird es auch genug Möglichkeiten geben, sich das anzuschauen und zu kritisieren und halt auch zu schauen, wie ihr in der Lage seid, auf diese Kritik dann zu reagieren und das dann auch besser zu machen. Klar. Überschwenken rüber zur West Edition. Die gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, irgendwas in der Art. Vor 2 Monaten war dann dieser große Einschnitt mit dem Verkauf, mit dem Absetzen der alten Moderatoren. Peter Schink ist raus, alle anderen auch, dann kamst jetzt du. Meine Frage ist, ab welchem Punkt kann man zum Beispiel das Projekt West Edition einfach nur als war ein netter Versuch, aber lass uns was Besseres machen, einstufen. Also da sind Geburtsfehler von Anfang an drin, die bekannt sind, die aber nicht beantwortet werden. Also ganz einfach. Ihr setzt standardmäßig Creative Commons ein mit einer Non-Commercial-Klausel. Redet aber gleichzeitig davon, dass ihr bald Werbung einsetzen möchtet. In dem Moment, wenn ihr Werbung einsetzt, könnt ihr alle Inhalte, die die Leute euch unter NC gegeben haben, rausschmeißen. Und dementsprechend ist dann auch so ein bisschen die Frage da, ist das Ignoranz, es 2 Jahre lang nicht zu beantworten? Ist es vielleicht die Hoffnung, noch einen Trick zu finden, wie man NC doch noch mit Werbung kombinieren kann? Oder ja, was? Ja, vielleicht zunächst mal. Also die Reader's Edition hat im Juni letzten Jahres gestartet. Das heißt, es sind jetzt 9 Monate. Also mit den 2 Jahren ist es nicht ganz so weit. Und das war zunächst mal, ich sage jetzt mal, out-of-pocket Projekte der Netzzeitung, das heißt, wenn halt irgendwas Geld gebraucht worden ist oder wenn irgendwelche Zeitkapazitäten eingekauft werden mussten und sie waren vorhanden, dann wurden sie eben geleistet. Natürlich kann Orkla oder kann die WAZ, wenn sie solche Projekte macht, braucht sie auch ein Businessmodell dahinter. Und als Meyer dann eben von der Netzzeitung weggegangen ist, hat er gesagt, die will ich da auch nicht untergehen lassen. Ja, weil kommt jemand und sagt mal, wo kommt denn das Geld rein und wie läuft es dann? Jeder, ich glaube, der von außen weiß, dass die Reader's Edition bisher kein Geld einnimmt, sondern die wird gesponsert von außen, die arbeitet nach dem Budget, nach dem Etat und wir probieren bestimmte Dinge aus. Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir eines Tages Leser dafür bezahlen könnten, dass sie die Reader's Edition lesen. Ja? Auch denke ich, dass Autoren Geld bekommen sollten dafür mit drin dabei. Aber die Idee, ich sage jetzt mal für die nächsten 2 Jahre, haben wir durch diese Nicht-Anbindung an eine etablierte Marke die Möglichkeit, sehr viele Dinge auszuprobieren, sehr viele Fehler zu machen. Wir bemühen uns, jeden Fehler zu machen, den wir nur irgendwie machen können und hoffen dann, dass wir neue, innovative Dinge finden können, die ein Publikum bekommt, die Interessenten bekommt und Leute, die sagen, jawohl, mit diesem Instrument möchte ich mitarbeiten. Wir werden eines Tages sicherlich über Werbung, über Syndication, über andere Medienformen dann auch, sage ich mal, Gelder sammeln müssen, die Plattform als solche trägt, ist aber nicht als kommerzielles Projekt gedacht, sondern kostendeckend soll diese Sache mitarbeiten. Da arbeiten wir mit dran, aber erst müssen wir mal das Format und die Formen finden, ja, bevor wir diese anderen Fragen klären. Jens, warum schreibst du nicht auf der Reader's Edition? Ganz ehrlich, es hat mich bisher noch nicht wirklich interessiert. Klare Ansage, Frage aus dem Publikum. Ja, meine Frage bezieht sich eigentlich genau darauf, warum schreiben Blogger nicht in der Reader's Edition? Oder beziehungsweise, was ist denn jetzt, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass es einen Unterschied zwischen Citizen Journalism und Bloggern gibt. Aber was ist denn der Unterschied eigentlich genau? Ein Blog kann jeder aufmachen. Wir haben Corporate Blogs, ich kann auch hingehen und für meinen Verein einen Blog aufmachen. Aber ist das dann Journalismus? Ich meine, Citizen Journalismus, impliziert das jetzt, dass wir uns einen journalistischen Code halten? Ein Blog ist erstmal nur ein simples Content-Management-System, in dem ich reinpacken kann, was ich reinpacken will. Nicht mehr und nicht weniger erst einmal.
Damit kann ich irgendwas Journalistisches machen, wenn ich journalistische Ambitionen habe. Damit kann ich aber auch im Prinzip die Vereinszeitung meines Hundevereins machen, was ich zum Beispiel auch mache, ne, dann dabei. Also das heißt also erstmal, wenn jemand einen Blog führt, oder sich als das Blogger versteht, das bedeutet, sagt erst einmal gar nichts. Was ich glaube und was auch, glaube ich, meiner Meinung nach ein erfolgreiches Blog ausmacht, ist immer der Autor, der dahinter steht. Das ist etwas anderes als solche Gemeinschaftsprojekte dann dabei. Ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt auf den Schockwellenreiter gehen, weil ich die aktuellsten und schönsten Meldungen habe, sondern die gehen drauf, weil sie wissen wollen, warum ich darüber meckere. Ich habe Jahre gebraucht, um mir den Ruf des Grumpy Old Man of the German Blogosphäre zu besorgen. Und dann kommt irgendjemand hin und sagt, ich wäre der Paul Anker. Wo ist er? Das ist der Grund, warum der Schockwellenreiter die Leser hat. Der hat sie eben nicht weil wegen der Meldungen, sondern wegen der Meinung, die dahinter steht. Und die Meinung, die hat die Person dabei. Und ich glaube, das ist das, was den Unterschied ausmacht. Ist der Schockwellenreiter vielleicht einfach nur gutes Entertainment? Ich habe ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, 2000 oder 2001 mal geschrieben, Blog ist Pop, und habe dafür ganz viel Prügel bezogen. Aber eigentlich bin ich der Meinung, ja. Katharina, möchtest du noch was sagen zu der Frage aus dem Publikum, zur Anregung? Also ich glaube, Blogs und Bloggen kann andere Sachen als der ganz klassische Journalismus, und das ist auch gut so. Das will ich auch gar nicht irgendwie ändern. Ich glaube auch nicht, dass sich Blogger jetzt einem geheimnisvollen, von irgendwelchen mysteriösen Instanzen erstellten Kodex unterwerfen müssen. Ich glaube, es ist auch ein Bedürfnis nach beiden da, sowohl nach ganz klassischem Journalismus, der nach bestimmten Regeln funktioniert, das auch gut so ist, dass der nach bestimmten Regeln funktioniert, wie auch nach extrem subjektiven, meinungslastigen, quick and dirty Blogging. Und ich glaube, das Geheimnis oder das, was wir eben jetzt bei der WAZ versuchen müssen, ist beides in irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass beides seinen Raum hat, weil beides auch seine Berechtigung hat. Außerdem, für mich ist es vom Vorteil, wenn ich ein eigenes Blog habe, dann kann ich da wirklich das schreiben, was ich will. Wenn ich jetzt für die Reader's Edition irgendwas schreiben müsste, oder ich sage, ich würde jetzt meine Inhalte der Reader's Edition für 1 Million Euro zur Verfügung stellen, was sie nicht machen würden, dann würden die Hälfte davon rausschmeißen, weil es interessiert wahrscheinlich die Reader's Edition nicht, wenn ich bei meinem Umzug nach Bochum irgendwie 30 Möbelgeschäfte aufgesucht habe und mich darüber dann in den Blogs amüsiere, wie doof manche Möbelverkäufer sind, wo ich denen dann teilweise selber schon die Programme erklären musste, sie müssen da und da drücken. Ja, woher wissen sie das? Ja, sie sind nicht der erste Laden, wo ich bin. Also das kann ich in meinem Blog machen. Ich kann aber halt auch in meinem Blog halt über Themen berichten, die quasi der klassische Journalist berichten würde. Bloß ich bin der Meinung, in einem Blog passt irgendwie alles rein. Und deswegen blogge ich lieber bei mir. Ja, und da wären wir dann auch wieder bei dem Besitz der Produktionsmittel. Also in dem Falle ist der Blogger im Besitz der Produktionsmittel. Und was das ausmacht und was es meiner Meinung nach als Neues ausmacht, ist, dass es billig ist. Also ich habe diese ganze Geschichte mitgemacht. Ich habe Stadtteilzeitungen gemacht. Ich bin, das ist mittlerweile verjährt, das darf ich erzählen, ich bin mit Antennen und kleinen Sendegeräten über Kreuzberger Dächer gekrochen und habe versucht, Radio zu machen dann dabei. Und das ist alles zu einem großen Teil an den Kosten gescheitert. Es ist nicht teuer, eine Zeitung zu machen, aber es ist teuer, eine Zeitung zu vertreiben. Ne? Weil wenn man die verschickt, selbst 80 Exemplare gehen sehr schnell ins Geld dann dabei. Und das ist ich glaube, das Neue, was es eben halt macht, ist der Vertriebsweg. Und da werde ich oft missverstanden, wenn ich sage, das Netz ist kein Massenmedium. Da gucken die mal an und sagen, oh, ist doch ein Massenmedium. Natürlich, es ist auch ein Massenmedium. Es kann potenziell eins sein. Aber es ist völlig egal. Das Netz nimmt es mir nicht übel, wenn ich auch nur für 80 Leute schreibe oder auch nur für 8 oder auch nur für die Oma in Amerika. Das ist mein Standardbeispiel immer. Jemand, ein Amerikaner, der nach Deutschland ausgewandert ist, hier geheiratet hat und in seinem Blog einfach über die Oma in Amerika informiert, wie das Kind aufgewachsen ist oder irgendwie so etwas. Das sind alles potenzielle Formen, die möglich sind dann dabei. Und das ist das, was es ausmacht dann. Also natürlich kann ich auch journalistisch arbeiten im Netz. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber ich bin nicht gezwungen dazu. Und ich bin vor allem nicht gezwungen, nach den Verkaufszahlen oder nach Ähnlichem zu schielen. Ich kann das für ganz kleine Gruppen machen. Das geht auch in den wissenschaftlichen Bereich hinein. Also für das Institut, für das ich arbeite, habe ich mal ein Projekt gemacht über die Geschichte der Physiologie des 19. Jahrhunderts. Das interessiert nur, ich schätze mal, höchstens 200 Leute. Wen interessiert es hier im Saal? Es interessiert höchstens mal 200 Leute. Aber man kann es im Netz machen, und für diese 200 Leute ist es sinnvoll. Ne? Also das... Gut. Herr Martin?
will vielleicht zu Reader's Edition und zu Blogs noch einen Unterschied darstellen. Was wir jetzt gerade eben zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen wollen, ist, dass wir die Autoren und die daran interessierten Verbände miteinander vernetzen. Ja, sodass wir also quasi eine Plattform darstellen und dann in irgendeiner Form auch kampagnenfähig werden für bestimmte Themen, für die die Reader's Edition dann steht. Aber was wir auf jeden Fall wollen, ist diese Blattstruktur, diese Bücher, ja, klassischen Zeitschrift aufzulösen, weil wir nicht glauben, dass das Internet die Aggregation und die Organisation von irgendwelchen kompletten Plattformen brauchen. Aber nach unten weg Aktionsfähigkeiten zu machen, sowas wie MeetOn und anderen Social Media Software Aktivitäten, das stellen wir uns als nächstes vor bei der Reader's Edition. Eine Frage von Nicole. Ich habe so ein bisschen den Widerspruch, dass ich sehe, alle fordern von der bösen Lissa, dass sie halt wirklich Lokalredaktion mehr macht und mehr Inhalte und den Print mehr reinbringt. Aber auf der anderen Seite ist anscheinend auch keiner bereit dafür. Ich bin gar nicht für Print zuständig. Darf ich das nochmal laut sagen? Du stehst automatisch für das Böse im System. Okay. Aber offensichtlich ist auch keiner bereit zu zahlen. Jeder fordert Special Interest Content. Ich lese nun auch den Schockwellenreiter und bin immer begeistert, dass er Fotos dazu macht, wenn er wieder über seinen Hund berichtet, weil dann kann ich schneller scrollen, weil es interessiert mich null. Mich interessiert Damen-Rugby null. Und ich würde eine Zeitung, die ich kaufe, nicht mehr kaufen, wenn sie anfängt, so ein Blödsinn zu produzieren, den mich nicht interessiert. Und das Netz gibt mir Möglichkeiten, genau das auszusuchen. Ich sehe so ein bisschen den Widerspruch, dass viele Forderungen gestellt werden an die klassischen Printmedien und die klassischen Medienhäuser, aber auf der anderen Seite ist man auch nicht bereit, dafür zu zahlen oder Werbung zu akzeptieren. Das halte ich für ein bisschen, naja, zweiseitig, und ich meine, man möge sich entscheiden, was man will. Wenn ich vernünftigen Journalismus haben will und ich will Leute, die Reportagen machen, und ich will gute Informationen haben, dann muss ich in irgendeiner Form dafür bezahlen, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Geld oder was auch immer. Und wenn ich halt wirklich, es gibt sicherlich genügend Leute, die genau das brennend interessiert, wie jetzt die neuen Ergebnisse vom Schockwellenreiter sind von seinem Hund, dann habe ich eben ein anderes Medium, wie ich es nutzen kann. Also ich sehe nicht viel Widerspruch, ich sehe viele Möglichkeiten. Aber diese Unterscheidung, ist es nun wirklich gut oder schlechter Journalismus und was soll es sein, ist eben wirklich hypothetisch. Wie werdet ihr damit umgehen, dass ihr dann eine Plattform wahrscheinlich habt, die für viele eurer bisherigen Angestellten eher gewöhnungsbedürftig sein wird? Also ohne jetzt was soll's anzusprechen. Naja, ich meine, wir sind immer oder wir werden auch in Zukunft eine ganz klassische Nachrichtenseite sein. Die Startseite wird aussehen wie eine klassische Nachrichtenseite, weil wir ein Medienhaus sind, das einen gewissen Informationsanspruch hat, das ja auch einen Informationsvermittlungsanspruch hat. Und man soll ja das Allerwichtigste aus der Region auch im Überblick und in relativ kurzer Zeit mit so ein bisschen runterscrollen und dreimal klicken, auch auf der Seite wiederfinden. Und trotzdem wollen wir eben gleichzeitig versuchen, eine möglichst große Meinungsbandbreite darzustellen und auch nicht redaktionelle und nicht streng genommen journalistische Meinungen zuzulassen und wenn das thematisch passt, ins Angebot zu integrieren, wenn es interessant ist, gerne auch Blogbeiträge auf die Startseite zu hieven. Das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, das hängt ja extrem auch von der Beteiligung ab. Ich bin ja nicht diejenige, die 25 Blogs als Ghostwriter bedient und Inhalte faked, wenn interessante Sachen da auflaufen, wenn heiße Debatten über lokale Themen stattfinden, wenn wir einen Jörg Kantel in Oer-Erkenschwick haben, werden wir das halt auch entsprechend ins Angebot integrieren und gerne auch featuren, weil es einfach spannend ist. Wir haben jetzt einige Male hier den Begriff Meinung gehört. Was mich jetzt interessieren würde als Frage ans Publikum ist, wer ist denn wirklich von den Leuten, ich meine, gut, der Großteil hier schreibt selber in irgendeiner Form, hat selber einen Weblog und so weiter, wer ist denn tatsächlich daran interessiert, einfach mal als Stimmungsbild, wirklich daran interessiert, zu einem bereits vorhandenen journalistischen Angebot oder regionaljournalistisch, lokaljournalistischem Angebot noch seinen Senf im Sinne einer Meinung dazu zu geben? Direkt auf der Plattform von demjenigen, der den Content auch anbietet. Wie viele? Die Arme bitte nochmal ganz kurz hoch. Ich glaube, der Bedarf ist nicht so gering. Es hat ja auch schon immer Massen an Leserbriefen und so gegeben. Es sind ja die Leute da, die sich mit lokalen Themen beschäftigen, die eine ganz dezidierte Meinung haben zu ganz vielen Sachen, die bei ihnen vor Ort passieren. Ob das nun kommunale Entscheidungen sind, Sparkassenschließungen oder was auch immer. Dass einzelne Themen nie die breite Masse interessieren. Ich wohne in Wattenscheid, was in Oer-Erkenschwick passiert,
kriege ich auch nur am Rande mit. Jens, würdest du gerne Trackbacks auf das Angebot der Watz setzen können? Ja, also momentan geht es technisch auch noch nicht, wie ich gehört habe und auch selber festgestellt habe. Aber wir kriegen auch Permalinks, wenn wir relaunchen. Wunderbar. Damit seid ihr dann übrigens weiter als die Rohnachrichten, die immer schreiben, wenn man deren Seiten bei Google News findet, dass Google zu langsam wäre, um das zu archivieren. Aber ich persönlich erwarte ehrlich gesagt von West1 einiges und ich denke, die können es auch schaffen. Ich erwarte jetzt nicht den neuesten Spiegel Online-Klon, weil da gehe ich dann eher auf Spiegel Online, wenn ich das sehen will. Und ich möchte auch nicht noch eine Seite haben, die wieder einmal DPA, AP oder sonst irgendwelche Berichte bringt. Die finde ich zwar natürlich auch wichtig, aber gerade bei einer Regionalzeitung, wie die Watz es nun mal ist, gehören eigentlich die lokalen Themen auf die Startseite. Und wenn das erreicht wird, finde ich es gut. Gut, wir haben jetzt eine Wortmeldung von dort und dann noch eine von dort. Aber in der Reihenfolge, das ist egal. Kein Problem. Ja, Oliver. Also, Lissa, wenn, hier. Ach da. Wir haben ja gestern über rechtliche Dinge geredet. Ne? Über und was? Das, also gestern hatten wir eine schöne Session mit Udo Vetter zum Thema, was darf ich bloggen? Und er hat dann natürlich gesagt, so viel Meinung wie möglich. Ne? Insofern liegt er da auf einer Linie, aber wie viel Zeit gibst du dem Projekt, wenn, was weiß ich, eine Abmahnung pro Woche eintrudelt? Also wie habt ihr euch da schon ausgedacht, wie ihr damit umgeht? Vielleicht geht die Frage besser an die Reader's Edition. Ich glaube, da war das ja eigentlich... Ja, also beide. Die Reader's Edition existiert ja schon. Wenn die damit ein Problem hätten, wären sie wahrscheinlich schon weg. Aber gerne an beide. Also... Natürlich, wenn wir dann mit einem Problem haben, wir kriegen auch jetzt Abmahnungen für Forumsinhalte auf den Seiten da. Damit, glaube ich, schlägt sich jede nicht ganz hermetisch abgeriegelte Webseite rum. Also das wird uns jetzt aber nicht davon abhalten. Also es ist kein Gefahrenpotenzial für diesen Sektor. Und ich glaube, da geht es auch um etwas andere Investitionssummen als die Kosten einer einzelnen Abmahnung. Gut, können wir das Mikrofon wandern lassen? Ich will jetzt auch eben ganz kurz noch was dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt bei mir in meinem privaten Blog den Metzgermeister XY kritisiere, dass der mich dann eher abmahnen würde, außer dass der vielleicht meinen Blog nicht kennt. Aber wenn ich das jetzt bei der Watz machen würde, also ich glaube, der hätte Angst vor, weil der weiß, die Watz, die wird auch sicherlich mehr als einen Juristen im Haus haben und die können zur Not auch sowas durchstehen. Während ich als Privatperson, das hatte ja Udo Vetter gestern schön gesagt, man bekommt diese Abmahnung und scheiße, was mache ich denn jetzt? Und das ist ja auch bei relativ vielen Abmahnungsfällen der Fall, dass man eigentlich die Leute erstmal nur abschrecken möchte, während eine Firma, ja, die lässt sich einfach nicht abschrecken. Oder er möchte tatsächlich dann gerade die Watz abmahnen, weil sie mal schlecht über das Blumengeschäft seiner Oma berichtet hat. Wie auch immer, nächste Frage. Gerade der schöne Satz, eine Firma lässt sich nicht abschrecken. Die lassen sich auch nicht abschrecken, wenn es darum geht, ihre Inhalte zu verbreiten. Sieht man auch bei der Reader's Edition manchmal sehr schön, dass das als Abwurfkanal für Presseerklärungen benutzt wird. Wenn jetzt auch die Frage an Katharina Borschert, auch Firmen sind Bürger, wenn die halt sich vorstellen, dass sie ihre Inhalte eben nicht als Werbung einstellen, sondern wir nutzen halt West1, um unsere Pressemitteilung einzustellen zum Thema, was weiß ich, die neue Begrünung von Bochum oder was oder ein anderes lokales Thema, halt ihre Pressemitteilung da reinstellen im Originaltext, im Volltext und dann erwarten, dass das auf der Startseite auftaucht beziehungsweise auch direkt dann untergebracht wird in den redaktionellen Inhalten. Also zum einen sind schon optisch redaktionelle Inhalte, die aus einer unserer Printredaktionen oder aus der Online-Redaktion kommen, immer noch optisch unterscheidbar von nutzergenerierten Inhalten. Ganz abgesehen davon haben wir eine Redaktion. Also wir werden jetzt, ich will da nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber irgendwie Fehler passieren immer. Aber ich glaube nicht, dass wir in schöner Regelmäßigkeit Pressemitteilungen des SV Gartenstadt irgendwas auf die Startseite heben werden. Also meist kann man ja auch redaktionelle Beiträge von Pressemitteilungen ganz gut unterscheiden. Klar, das Risiko besteht immer. Wir merken das jetzt auch bei Westropolis, wo wir ja auch viele nutzergenerierte Inhalte haben, die wir bewusst vor der Freischaltung einmal gegenchecken, weil wir eben vermeiden wollen, dass die ganzen Kunst- und Kulturschaffenden aus der Region einfach eins zu eins ihre Pressemitteilungen hochstellen und ihre Veranstaltungen schon bevor sie das erste Mal stattgefunden haben, als super bewerten. Da werden wir Erfahrungen mit sammeln müssen und wenn wir feststellen, es funktioniert leider überhaupt gar nicht, weil Bürger bei uns aus der Region kein Interesse daran haben,
Inhalte hochzustellen und stattdessen nur für eine Pressemitteilung dann hochladen, dann müssen wir uns eben was anderes überlegen und den Teil des Experiments wieder einstellen. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie genau, wie hoch die Frequenz der Pressemitteilung ist, wie gut das funktioniert oder nicht, bevor wir es nicht im Live-Betrieb ausprobiert haben. Also es ist halt so das Risiko dabei. Da gibt es keine Garantien. Das ist ein echtes Experiment in vielen Teilen. Wir hören, es wird unter anderem bei der WAZ experimentiert. Es gibt viele andere, die auch debattieren. Die Welt will, glaube ich, nächste Woche mit ihrer Debatte starten. Also Debatte als Tool, was tatsächlich sehr meinungsstark sein soll. Aber eigentlich wollen sie, glaube ich, seit 3 Wochen die nächste Woche starten. Egal. Jörg hat ein Thema angesprochen, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Nämlich, du hast letzten Endes, also es ist schon eine Weile her, dass du es angesprochen hast, aber ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um darauf zurückzukommen. Du hast davon gesprochen, dass doch die lokalen Blogs sich untereinander jeweils ein bisschen vernetzen sollten. Wie stellst du dir das vor, beziehungsweise wie betreibst du das selber? Ja, ich betreibe das relativ klassisch. Ich treffe mich mit denen in meinem verlängerten Wohnzimmer. Das ist also offline. Es ist ein Versuch, ich weiß noch nicht, also auch das ist ein Versuch, ich weiß noch nicht, wie weit das geht. Also eigentlich stelle ich mir schon vor, dass es auch Methoden im Netz gibt, mit denen man das machen kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, ich habe die Mittel, dass ich solch einen kleinen Community-Server hochziehe. Ich experimentiere momentan ein bisschen mit Drupal in dieser Richtung, um das auf dieser Basis zu machen. Drupal und Strato können aber noch nicht so richtig. Das ist, da muss ich jedenfalls noch ein bisschen experimentieren. Aber das wäre so eine Idee, die ich da habe dann dabei. Das ist sozusagen ein Community-Server, der im Prinzip nichts anderes sein soll als so eine Art Inhaltsverzeichnis und sagt, also auf diesen Weblogs, die beschäftigen sich mit lokalen Nachrichten, auf diesen Weblogs gibt es etwas Neues, dass man so etwas hat, das auch natürlich einen gemeinsamen RSS-Feed für all diese Sachen rausschmeißt. So was Ähnliches wie das mit dem was ist auch ein Neuköllner Blogger, also Uhus Nest gemacht hat mit dem Privacy-Blog, wo also auch im Prinzip die Sachen nochmal reingestellt werden und es dadurch einen gemeinsamen RSS-Feed der beteiligten Blogs zu den Daten, zu Datenschutz und Privacy gibt. Warum gibt es das bei der Reader's Edition in der Form noch nicht? Ja, also ich kann vielleicht mal dazu sagen, wir haben ja bei uns immer noch Lokales da stehen. Wir haben es deswegen nicht rausgeschmissen, weil wir ähnlich in diese Richtung gehen wollen. Wir sind der Meinung, dass wenn wir diese, ich sag mal, Blaze-Blog, also ja, lokalen, hyperlokalen Blogs vernetzen wollen, ja, dass wir dann dort jemanden, der sich dort einloggt und auch die entsprechenden Feeds oder so etwas dort sich einstellen lassen, sodass er unter lokal dann eben, sagen wir, die lokale Berichterstattung dort bekommen kann. Und da würden wir ihm dann Vorschläge machen aus dem Register, was wir haben, und da kann er sowohl seine Lokalzeitung als auch irgendwelche Blogs, die lokal sind, dann quasi auf seiner Seite darstellen. Und übrigens, wir machen es auch auf Drupal. Vielleicht können wir uns da mal austauschen. Von WordPress zu Drupal, ein großer Schritt. Ja, das ist übrigens die Antwort zu Ihrer Frage gewesen. Seinerzeit ist dieses WordPress so aufgebohrt worden, dass die Redaktion wahnsinnige Schwierigkeiten hat, zu bestimmen, wo welcher Artikel hinkommt. Ja, das geht also nicht direkt. Und wir diskutieren gerade eben, ob wir das dann bei Drupal ändern oder ob wir es noch in WordPress ändern. Grundsätzliche Frage natürlich, Content-Management-Systeme, welche verwendet man am liebsten, wie auch immer. Ich möchte mich da Thomas Knüver anschließen. Gott gebe uns ein wirklich gut funktionierendes Redaktionssystem. Was verwendet ihr? Handgestrickt. Handgestrickt, kenne ich gar nicht. Also ich kann aus der Verlagspraxis sagen, ein gutes Redaktionssystem oder sowas behindert nur, weil bis es steht oder sowas, gibt es schon was viel Besseres. Also ich bin sehr für modularen Aufbau. Also ein gutes Online-CMS ist noch ein bisschen fraglich. Ich kenne selber persönlich jetzt auch gerade keines. Aber vielleicht kennt ja einer von euch eins und möchte das gerade noch beisteuern. Ich sehe gerade keine Fragen. Ist das richtig? Doch. Doch, da hinten haben wir eine. Entschuldigung. Das war, glaube ich, am ersten Tag. Da hat Felix Petersen hier einen Vortrag gehalten. Und er meinte, wie Angebote erfolgreich werden, ist, indem man das den Leuten so einfach wie möglich macht, dafür Inhalte zur Verfügung zu stellen. Hatte Themen wie Anbindung an Flickr für sein Places-Projekt zum Beispiel. Und ist es nicht, also viele Leute, die jetzt einen Blog betreiben zum Beispiel, also ich habe mich, glaube ich, auch mal bei der Reader's Edition angemeldet. Also ich bin eine der Leichen. Aber mir ist es zu umständlich, Sachen zweimal einzutragen zum Beispiel. Deshalb ist mir so eine Lösung wie die von Jörg vorgeschlagene, so wie ein Aggregator, wo man, was weiß ich, vielleicht mit gemeinsamen Tags oder sowas arbeitet,
Weil ich vermisse zum Beispiel in Köln auch eine ordentliche lokale Berichterstattung. Und da würde ich mir glatt sowas wünschen. Also ich meinetwegen, wenn ich in meinem Blog was Interessantes habe oder ich mache bei Upcoming einen Termin rein oder so, dass ich den taggen kann und der zum Beispiel auf irgendeiner Plattform auftaucht. Wobei es für Köln, glaube ich, tatsächlich einen Reader's Edition Klon gibt. Ja, bei dem habe ich mich natürlich sofort angemeldet und der berichtet aber auch über die Klimakatastrophe. Also, oder der berichtet drei Tage, nee, wann war's? Ich glaube, heute berichtet er über das Radrennen vom Sonntag oder so. Also, weiß nicht, dann bräuchte man vielleicht wieder einen Chefredakteur, der sagt, hey, du warst doch beim Radrennen berichtbar, aber zacko. Das heißt, wir sehen jetzt als Trend für die nächste Zeit, dass wir Planets oder andere Formen von Aggregatoren sehen, die dann letzten Endes ihren Chefredakteur brauchen, der das Radrennen vom Sonntag doch wieder rauskickt? Ja, zum Beispiel. Also ich weiß es nicht, weil das sind, ich gehe dann da hin und bin enttäuscht, weil nichts drinsteht, was, also entweder irgendwelcher veralteter Kram oder es berichtet jemand von einem Agility-Treffen in Berlin zum Beispiel. Aber ich kann da einfach nur sagen, wenn der Content fehlt, also die Idee eigentlich ist ja, und deswegen ist das ja diese, also ich zitiere an dieser Stelle immer Dave Weiner mit The Web is a Writing Environment, das ist eine Arbeitsumgebung für Schreiber, dann schreibt man es selber. Das ist also der Rückkanal, den Brecht gefordert hat dann dabei. Ne? Also dass man da sagt, also okay, der Rundfunk muss von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat verwandelt werden. Was solche Tech-Freaks wie ich machen können, ist bestenfalls also Werkzeuge dafür zur Verfügung stellen. Aber man kann soziale Probleme nicht mit Werkzeugen lösen. Deswegen habe ich mich auch sehr selten an dieser Diskussion um Weblog-Tools beteiligt. Ich benutze ein uraltes, das eigentlich gar kein Weblog-Tool ist, sondern irgendwas Selbstgestricktes auch. Ne? Das geht auch, das alles. Und wenn man wissen will, wie man mit dem Feed umgeht, kann ich natürlich mein hervorragendes Buch empfehlen. Das muss ich wenigstens einmal gesagt haben hier. Aber aus damit jetzt mit dieser Werbung. Also ich denke schon, dass es nicht Sinn ist und also dass es auch nichts bringt, wenn man einfach darauf zu wartet, dass irgendjemand macht. Ne, es macht niemand. Also wenn man etwas haben will, geht es nur, wenn man es selber macht. Und das ist meine Aufforderung dann auch, also einfach etwas selber zu machen dann. Jens, du möchtest da noch schneller. Ja, zu der Frage gerade oder zu der These, dass es den Nutzern zu schwierig gemacht wird, da was zu publizieren, weil man keinen Bock hat, das zweimal zu machen. Also ich kenne es jetzt von Westropolis, dieses Kulturportal von der WAZ Mediengruppe. Da habe ich auch schon ein, zwei Mal was geschrieben. Da benutze ich dann einfach Copy and Paste. Also das ist eine Sache, das ist nicht wirklich aufwendig. Und die haben sogar einen Filter dafür, dass man Word-Dateien importieren kann. Also selbst wenn meine Mutter da irgendwann mal eine Kulturkritik veröffentlichen wollen würde, würde sie das hinbekommen. Also ich denke, die machen es einem schon relativ einfach. Und gerade Leute, die sich mit dem Blog auskennen und selber bloggen und selber dann teilweise in die Stylesheets reingehen, wenn sie was ändern wollen, die werden schon so ein Tool benutzen können, um da was hochzuladen. Also da sehe ich jetzt nicht so den schwierigen Aufwand. Nicole? Du bist noch nicht an. Nehmen wir das. Ich will aber nichts selber machen. Ich will in meinem Blog über Lübecker Themen schreiben, wenn Sie mich da mal interessieren, dreimal im Halbjahr. Und ich möchte aber meinen Lesern nicht zumuten, den normalen anderen Lesern was über Lübeck zu lesen, weil das interessiert wahrscheinlich zwei meiner Leser. Warum können die ganzen Entwickler sich nicht mal mit Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Feed-Aggregator, wo ich den Kantel lesen kann und alles über Agility ausblenden kann und jede Referenz zu Perl, weil mich das auch nicht interessiert. Warum nicht mal in diese Richtung entwickeln, anstatt neue, besondere Feinheiten der Spezifikation eines Feed-Readers? Weil ich glaube, dann würden viel mehr... Das ist ohne weiteres möglich. Also aber es wird nicht gemacht. Meine Perl und meine Agility-Artikel sind getaggt. Du musst deinem Feedreader nur anweisen, diese Artikel nicht zu nehmen. Ich biete einen entsprechend funktionierenden RSS-Feed an in dieser Hinsicht. Ich meine, ich wäre ja auch sonst mit einem Klammerbeutel gepudert. Mhm. Aber ich meine, auch an dieser Stelle, wenn du natürlich den Feed komplett als Ganzes abonnierst, dann musst du das schon mitlesen. Da bin ich selber schuld. Nein, mein Punkt ist eigentlich, ich glaube, wenn mehr Leute daran arbeiten würden, eben nicht so in Silos das auch aufzubereiten, sondern die Tools auch mehr dahin genutzt werden könnten, dass man eben spezifizieren kann, dass ich gewisse Themen nicht sehen will oder tatsächlich besonders scoren will, dann würden, glaube ich, auch mehr Leute über andere Themen schreiben, weil sie nicht Angst haben müssten, zum Beispiel ihre Leser zu vergrauen. Das haben viele ja auch, die mehr Leser haben, sagen ganz bewusst, ich schreibe über bestimmte Themen nicht mehr, weil zu viele Leute das lesen. Möchte dazu einer der Anwesenden auf dem Podium sagen, dass das nicht so ist oder Ähnliches?
Kann ich nur unterstützen. Alle der gleichen Meinung. Gut, sind Entwickler anwesend, die das am liebsten sofort umsetzen wollen, was Nicole alles fordert? Nein? Offensichtlich nicht. Haben wir weitere Fragen? Sonst mache ich die Schlussrunde. Ah, da haben wir doch. Test. Unter einfach verstehe ich zum Beispiel, wenn ich in meinem Weblog einen Artikel schreibe und dann habe ich einen Klick und der landet auch bei der Reader's Edition. Das ist eigentlich das, was ich mir unter einfach vorstelle. Selbst Copy and Paste ist mir manchmal zu viel. Ich will einfach nur, wie ich eine Kategorie anklicke in meinem Weblog, genauso einen Klick will ich setzen bei Reader's Edition veröffentlichen und dann geht das automatisch. Das stelle ich mir als einfach vor. Wer programmiert das Plugin? Aber das ist ja im Prinzip auch einfach. Also so funktioniert zum Beispiel dieses, ich habe jetzt sogar den Namen vergessen, dieses Privacy-Block dann dabei. Also alle Artikel, die mit Privacy getaggt werden, die werden automatisch von diesem Block gelesen. Ich brauche nicht mal einen Klick zu machen. Ich muss nur diesen Tag setzen, das ist Privacy, das also die Kategorie Datenschutz hat. Und die gehen in ein separates Block hinein. Das ist, ich meine, einfacher geht es eigentlich nicht. Kann ich mir zumindest nicht mehr vorstellen. Selbst den Klick spare ich mir. Also bei uns wird das zum Beispiel künftig auch möglich sein, dass wenn du bei uns registriert bist in der Community bei West 1 und du hast dein externes Blog, das du irgendwo anders führst, weil du jetzt irgendwie keinen Bock hast, ein zweites bei uns aufzumachen oder so. Du hast es angegeben, lesen wir den Feed natürlich gleich mit aus und du siehst das dann auch bei uns auf deiner Community-Seite, was du irgendwo anders geschrieben hast. Ich will jetzt nicht anfangen, automatisch alle getaggten Feeds aus der ganzen Region zu irgendwelchen Themen auszulesen, weil ich mich dann wieder dieser sehr schwierigen Diskussion aussetzen muss, dass das große böse Medienhaus fremde Inhalte ungenehmigt auf ihrer Seite aggregiert und so. Deswegen haben wir jetzt diesen Weg gewählt. Das Mikrofon bitte nach dort. Das sind zwei Fragen, glaube ich, oder? Du auch? Ich hätte noch eine Frage zum Thema, weil das jetzt mich eigentlich auch bei der Reader's Edition interessiert. Die Reader's Edition möchte die, wenn man sagt, Blogs haben einen festen Leserkreis oder erwarten, dass sie irgendwann mal einen festen Leserkreis kriegen und haben Angst, den zu vergraulen, wenn sie bestimmte Themen abdecken. Möchte die Reader's Edition quasi wie eine Zeitung auch irgendwann mal einen festen Leserkreis haben oder erwartet man eher, dass die Leute die Reader's Edition quasi googeln, wenn sie mal ein Thema suchen, zu dem sie in den normalen Medien nichts finden? Im Moment ist es so, dass sehr viele Leute über Google dorthin kommen. Was wir aber wollen, was wir aber im Moment nicht bieten können aufgrund, sag mal, der unterschiedlichen Beiträge und der unterschiedlichen Tiefe ist, dass wir wirklich ein Thema besetzen und einen relevanten Umfang zum bestimmten Thema liefern. Das wollen wir aber ändern und das müssen wir aus meiner Meinung nach ändern. Und eines, was uns dazu hilft, wird eben auch diese Trennung dieser Bücher zu sein. Ja, weil ich kann ja eben mit 10 oder 15 Artikeln kann ich nicht über 8 Rubriken oder so etwas arbeiten. Das heißt, wir wollen also die Ressorts wegnehmen, ja, werden das über Tagfolgen oder so etwas dann bauen mit drin dabei, sodass derjenige kommt, auch sieht, da ist viel zu diesem Thema drin, ja, das scheint ein sehr aktives Thema, das ist aktuell und dann klickt er sich da rein und schaut sich das an. Und kann das entsprechend dann. Also ich weiß da nicht, also es ist immer diese Angst vor Google. Also wir sollten das als Vorteil sehen dabei. Also 60% meiner Besucher kommen über Google ungefähr dabei. Das ist, also den Vorteil, den gerade Weblogs haben, ist eben mal, dass Artikel nicht wie bei einer Zeitung oder bei einem klassischen Printmedium im Archiv verschwinden und mehr oder weniger nicht mehr zugänglich sind, sondern sie sind da. Natürlich ist meine Top-Referentin in der Suchanfrage Katharina Wied nackt, obwohl ich gar nichts darüber geschrieben habe. Aber es sind eben halt auch zu einem großen Teil und zu einem sehr großen Teil sind es Fragen nach RSS, sind es Fragen nach Python, wo ich doch auch tatsächlich glaube, dass die Suchanfrage über Google dem Menschen, der gesucht hat, zu einer Antwort geführt hat. Wir sollten das wirklich als Chance sehen dann dabei, dass wir die Suchanfragen haben, dass wir diese Suchanfragen unter Umständen auch beantworten können, weil wir eben halt die Möglichkeit haben des Archives dabei. Ich habe den Schockwellenreiter fast komplett immer noch im Archiv dabei. Ich habe von den ersten anderthalb Jahren leider nur einen Datenbankdump, den muss ich noch mal rausschicken. Aber das ist das, was dann den Erfolg bringt auch und was die Sachen sind ja da, die sind ja nicht falsch, nur weil sie veraltet, weil sie älter sind. Ich wollte jetzt nicht sagen veraltet, weil sie älter sind dann dabei. Und diese Suchanfragen, das ist ein Vorteil, dass wir diesen Longtail haben dabei. Wenn es auch nur 3 Suchanfragen pro Tag sind, die nach RSS sind oder so, aber die werden beantwortet. Und in der Summe gibt das eine Menge Leser. Also ich hoffe ja nicht, dass es die Suchanfragen sind, die bei meinem privaten Weblog dann dazu führen, dass man mich als Bürgerjournalist dann in irgendeiner Form auch noch privat wahrnimmt. Denn das ist, die Top-Suchanfrage ist, glaube ich, Pygmäen und Kochtopf oder so ähnlich. Jetzt würde ich gerne einmal die Runde übers Panel noch machen, weil wir langsam mit der Zeit zu Ende gehen. Wo sehen die Teilnehmer des Panels
den Citizen-Journalismus in 2 Jahren als realistischen Horizont. Was werden wir da im Netz sehen an Entwicklung? Jörg, fang bitte an. Oh, also ich halte es da eigentlich immer mit Otto Hahn, der gesagt haben soll, Vorhersagen sind schwierig, besonders für die Zukunft. Ich glaube, für dieses Zitat gibt es etwa 17 verschiedene Urheber. Ja, ich weiß, deswegen gesagt haben soll extra dabei. Ne? Also was ich denke, was verstärkt hinzukommen wird, ist also die multimediale Ausrichtung. Also das, was wir jetzt schon an Pod und Vodcasts haben, das wird sich noch verstärkt machen. Das wird sich vor allem, weil auch die Geräte billiger geworden sind. Also auch wenn ich schon mehrmals gescholten wurde, also mit diesem kleinen Ding kann man ganz prima Agility-Filmchen machen oder auch sonst irgendetwas ins Web stellen. Zur Not geht das sogar auch mit dem Handy. Also wir werden hier ich denke, dass sich auch Moblogging ausweiten wird, dass man also von überall und unterwegs dann seinen Weblog füttert. Ich schaffe es immer irgendwie nicht, das Ding zu bedienen. Deswegen, ich bin froh, dass ich damit telefonieren kann. Aber hiermit geht es ganz gut. Ne? Ich kann Töne da aufnehmen damit, ich kann Bilder aufnehmen damit, ich kann Filme aufnehmen damit. Und das, ich denke, das ist ein Bereich, das hingehen wird. Also wo auch gerade, ich baue ja immer, setze da sehr stark auf dieses Democracy-Projekt eben halt auch. Also eben nicht unbedingt auf dieses DRM-geschützte iTunes und den iTunes Music Store, sondern eben halt auf in dem Bereich. Und ich denke, dass sich da sehr viel tun wird. Also und wir haben auch da wieder den Vorteil, dass wir zwischen einem synchronen und einem asynchronen Medium stehen. Natürlich verschwindet das Video irgendwann mal in dem Archiv, aber es bleibt im Archiv. Im Gegensatz also zu einer Fernsehsendung, die weg ist, wenn die Fernsehsendung gelaufen ist. Das ist ein Bereich, in dem, also ich will nicht sagen Blogs, aber in dem Leute, die das Web sozusagen als Rückkanal auch benutzen, in dem sie sich viel stärker engagieren werden, auch einfach, weil es Spaß macht, denke ich. Es macht Spaß, Videofilme zu drehen. Ne? Auch wenn es Agility-Filme sind. Herr Martin? Ich möchte es ein bisschen anders angehen. Ich glaube, dass dieses Citizen-Journalismus als Begriff in 2 Jahren überhaupt nicht mehr sehr populär ist. Man wird sich noch erinnern, sagen wir, da war doch was und wer hat denn das und warum? Es wird eine Aufzeichnung von dir geben. Ja, und warum wird das sein? Ich denke, die Tools werden weiter verbreitet sein. Heute, je nach Statistik, haben wir etwa 15 bis 25 Millionen Leute, die irgendwas aktiv im Netz mitmachen. Das werden vielleicht noch ein paar mehr sein. Und wir werden eine ganze Reihe neuer Darstellungsformen suchen. Und ich denke, Multimedia oder Video wird also einen ganz wesentlichen Teil dieses Citizen-Journalismus das letzte Mal ausmachen. Danke. Jens? Ja, ich zitiere jetzt mal Mark Twain, der sagte, Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem über die Zukunft. Wikipedia hilft einem, wenn man sowas mal eben sucht. Ich glaube, auf Wikiquote wird darüber noch heftig diskutiert. Ja, die Diskussionsseite habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Nein, also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass der Begriff des Citizen Journalism auch in der Zukunft nicht unbedingt so stark sein wird. Vor allem, weil wir durch die Bürgerjournalisten der Bild-Zeitung den Begriff auch schon irgendwie negativ belegt haben. Ich gehe aber davon aus, dass in der Zukunft immer mehr Leute auch ihre eigene Meinung sagen. Und ob sie es nun im privaten Blog machen, ob sie es im Internetportal ihrer Zeitung machen, bei West1 oder bei Welt oder wo auch immer, ich finde es gut. Hauptsache, die Leute kommen endlich dazu, mal auch ihre Meinung zu sagen, weil meiner Meinung nach ist es verkehrt gewesen, dass in den letzten Jahrzehnten die Leute eigentlich immer nur konsumiert haben und selber nicht auch mal was geschrieben haben. Klassisches Brecht-Modell eigentlich. Katharina? Ich hoffe, dass wir in 2 Jahren nicht mehr auf Podien sitzen und relativ abstrakte Diskussionen über, ist das nun Journalismus oder nicht, führen und was sind Journalisten und wer darf eigentlich was. Ich fürchte, dass es weiterhin ein Randphänomen sein wird, ein deutlich wachsendes. Ich glaube aber, dass es immer viel, viel, viel mehr Konsumenten als Produzenten geben wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass das floriert und sich sehr lebendig entwickelt. Und ich sehe da gerade im Lokalen extrem spannende Möglichkeiten, weil das ist das, was sehr, sehr viele Leute einfach beschäftigt. Das, was direkt vor ihrer Haustür passiert. Und wenn es auch so banal wie der grottenschlechte Straßenbelag in Wattenscheid ist, der mich jeden Morgen nervt. Hast du schon drüber geschrieben? Ja, habe ich schon. Aber es hat sich immer noch nichts getan. Sauerei. Ja, finde ich auch. Ich glaube, da werden wir, also natürlich nicht nur bei der WAZ, sondern auch ganz viele sehr unterschiedliche, interessante Experimente erleben. Und es wird ganz viel geben, was nicht funktioniert. Aber das finde ich auch nach vielen Jahren im Netz immer noch das Spannende. Man hat diese unglaubliche Freiheit zu experimentieren. Und ich bin sehr froh, dass allmählich auch Verlage sich diese Freiheit gönnen, zu experimentieren. Verlage gönnen sich sicherlich viel Freiheit. Mal schauen, wie lange. Wie viel Geduld Sie haben. Auf jeden Fall von mir aus Dankeschön an die Runde. Danke an die Zuhörer, Teilnehmer,
Nutzer, wie auch immer, dieser Diskussion. Und ja, viel Spaß weiterhin. Danke. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mehr Feuer wie das ist.